Ich heiße Jürgen May, Jahrgang 41, arbeite seit 1959 in Premnitz, zunächst im Chemiefaserwerk und ab 1991 bei der Stadtverwaltung als Amtsleiter Schule, Kultur, Sport und seit 2003 bin ich im Ruhestand und bin aber trotzdem noch tätig für die Stadt, für als Art Stadtchronik-Schreiber. Heimatgeschichte, Ortsgeschichte, Stadtgeschichte. Sehr viel wird sich nicht verändern. Eventuell werden wir noch etwas weniger Einwohner haben. Denn es hat sich ja gezeigt, dass die Einwohnerzahl in Premnitz stark zurückgegangen war. Es hat sich jetzt etwas stabilisiert, sodass wir auch wieder an unserer Schule anbauen müssen. Sodass sich also in Premnitz sicherlich also keine großen negativen Dinge sehe. Ich sehe auch, dass sich unser Industriepark Premnitz weiterentwickelt und weiterentwickeln wird. Wir haben ja hier ein sehr leistungsfähiges Kraftwerk, das auf Müllbasis arbeitet, das erweitert wird und sogar geplant ist, demnächst einen Teil von der großen Stadt Brandenburg von hier aus mit Wärme zu versorgen. Ja, das sind alles positive Dinge und auch was die Stadtentwicklung betrifft, Stadtumbau, dass man dann doch auf bestimmte größere Wohneinheiten verzichtet, dass man die auch wegreißt und dass man also dann kleinteiligere, schöne Stadtvillen baut nach modernen und auch energetisch interessanten Bauweisen. Ja, momentan entwickelt sich das durchaus positiv, denn alle sagen wir mal, Firmen, die sich hier ansiedeln, stellen dann auch wieder Arbeitskräfte ein. Eine Firma hat sich hier angemeldet, die hat auch schon eine Fläche gekauft, die sich auch mit Abfallbeseitigung und Aufarbeitung beschäftigen wird. Die wird wieder Leute einsetzen. Natürlich werden nie so viele Menschen hier arbeiten wie zu DDR-Zeiten in der Chemieindustrie, in der Faserindustrie, wo unwahrscheinlich viele Leute, weil eine textile Abteilung dabei war, gebraucht wurden. Das werden wir nicht mehr haben. Aber es wird nicht mehr so sein, dass wir jetzt eine Steigerung der Arbeitslosigkeit hier zu befürchten haben. Das sieht also schon wesentlich besser aus. Meine Meinung wird Sie nicht so erfreuen, denke ich, denn ich bin da relativ pessimistisch. Denn wenn sich die Menschheit nicht außerordentlich, wie man so schön sagt, am Riemen reißt, also verändert in ihrer Einstellung, dann sieht es sehr trübe aus. Denn momentan machen wir mehr kaputt, als wir aufbauen. Sowohl in der Natur, als auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da gehe ich natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt auf die Ehepaare ein, sondern die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten, zwischen den einzelnen ja, künstlich gebildeten Lagern. Denn man muss sich ja immer wieder mal Feinde schaffen, sonst klappt das ja nicht mit Krieg oder irgend sowas. Und natürlich auch, was ja immer wieder, gerade in der letzten Zeit, sich besonders immer wieder herauskristallisiert, dass man sich eben aus unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Weltanschauung, unterschiedlicher Religion, dass man also meint, das als Rasse bezeichnen zu müssen, dass sich also hier diese Beziehungen ja doch in letzter Zeit wieder sehr verschärft haben. Na, in der Natur, dass wir drauf loswirtschaften, dass wir in Größenordnung Wälder abholzen, aus Gewinnsucht, teilweise nicht notwendig, dass wir auch die Natur kaputt machen, unter anderem auch durch die Massentierhaltung. Die konventionelle Landwirtschaft würde nie diese Probleme mit der Düngung und Überdüngung bringen, aber durch die Massentierhaltung fällt ja dermaßen viel Gülle und Ähnliches an. Das kann man gar nicht alles über Biogasanlagen verbrauchen. Und die Menschheit braucht das eigentlich nicht, diesen Größenordnungen, denn sehr viel von den produzierten Fleisch wird ja nicht verbraucht, letztlich vernichtet. Und wir schädigen unsere Natur in Größenordnungen. Das wäre also unter anderem zur Natur zu sagen. Und die Verwendung von Giften
nicht nur der Landwirtschaft. Man darf es nicht vergessen, dass auch in den privaten Hausgärten und Kleingärten pro Quadratmeter wesentlich mehr Gift verwendet wird als die Landwirtschaft selbst. Ja, und wir wundern uns, dass wir immer weniger Insekten, immer weniger Schmetterlinge, weniger Bienen haben, dadurch immer weniger Singvögel. Ja, das sind alles Folgen und das macht mir ganz große Sorgen, sage ich ganz ehrlich. Mehr Vernunft, mehr Bescheidenheit, mehr Toleranz und letztlich dadurch ja auch mehr Liebe. So ist es ja.